Möge der Herr... eine Kugel zwischen die Augen jagen, du Ratte. Das wirst du gleich erleben. Ich will dich hier nicht sofort auf der Stelle umlegen, weil das sicher wieder ein paar Schwierigkeiten mit Mama geben würde. Also, ich kriege sofort meinen Anteil oder ich ziehe dich hinterm Pferd in der Kiefernkiste nach Hause. Hast du im Ernst geglaubt, ich will dich ausrauben? Wie kamst du nur auf diesen Einfall? Na, ich wollte Brüderchen noch nur mal zeigen, was ich schon für Schliche gelernt habe, seit ich mit dir zusammen bin. Hör doch keinen Quatsch. Du bist vielleicht ganz ausgeschlafen. Aber du musst endlich mal mitkriegen, dass ich auch nicht auf den Kopf gefallen bin. Naja, das war eben der einzige Weg, in dem ich zur Mission reite und dir vorher die Knete aus dem Chemisett leihre. Hast du kapiert, Brüderchen? Das ist ja wunderbar. Wo sind die Moneten jetzt? Genau da drüben in der Mission. Parker hat diese armen Mönche gezwungen, Waffen zu schmuggeln. Und heute Nacht kauft ein Mexikaner Waren für 50.000 Dollar. Na, was sagst du jetzt? Die 50 Riesen sehe ich mir an. Hut säubern, Jacke waschen. Aber im Schonengang, nicht über 60 Grad. Willkommen in unserer Bescheidenheit. Ja, ist schon recht. Wo sind die Fleppen? Was bitte? Ach, der Captain will das Geld sehen. Bruder Clementino. Fibarre. Geh und hole die Wurzel allen über. Sofort. Ja, nun mach schon, sonst mach ich dir Beine. Ja, oh, mein bestes Stück. Das ist ein nettes Mädchen, die Tochter von dem Meister hier. Ah, die Tochter, sieh an, sieh an. Aha. Es ist gut, mein Bruder. Ist das nicht grauenvoll, Captain? Na ja, fürchterliche Wurzel. Gelobt sei. Deine frommen Sprüche kannst du dir sparen, du Dreizack. Kleiner, hör mal zu. Nein, du hörst zu. Ich bringe dich nur nicht gleich um, weil Mutter gesagt hat, dass du möglicherweise mein Bruder bist. Wenn du mir mein Geld nicht wiedergibst, sorge ich dafür, dass sie deine Überreste in einer Konservenbüchse beerdigen. Du traust mir doch nicht zu, dass ich dich bestehlen wollte. So, was wolltest du dann? Dir beweisen, dass ich von dem Geschäft ebenso viel verstehe wie du, damit du endlich mal auf mich hörst. Was willst du damit sagen? Tja, sieh mal, du hast zwar ein ausgeruhtes Köpfchen, aber ich bin auch nicht auf dasselbe gefallen. Und da du ein blöder, sturer Bock bist, musste ich dich hierher auf die Mission locken, um dich mit der Nase auf die Beute zu stoßen, die ich entdeckt habe. Beute? Was für eine Beute? Also hör mal zu. Parker hat die hilflosen armen Mönche gezwungen. Na, was sagst du dazu? Zuerst will ich die 50.000 sehen. Danke, dass Sie gekommen sind. Das war meine Pflicht. Wo ist die Beute? Beute? Er meint das Geld. Ah, Bruder Clementino, bringe das Sündengeld her. Ja, gut. Los, Clementino, hüpf ein bisschen schneller. Diese Leute sind sehr tüchtige Farmer. Ah, interessant. Sehr tüchtig. Ja, ja. Ja. Hier. Schon gut, schon gut. Ist es nicht schrecklich, Captain? Ja, ich bin entsetzt. Ja, ja.